So, Freunde, wir sind auch wieder damit zurück. Ich habe ein bisschen... Ups, das ist ja auch schon. Meine Pokémon ist ein wenig gelevelt schon mal. Mein Philly-Dingsbums hat sich ein bisschen entwickelt. So, wir waren auf dem Weg hoch zur Akademie. Und da begeben wir uns jetzt hin. Ah ja, da ein paar Menschen. Traubenakademie. Willkommen an der Traumakademie! Das hier ist die Eingangshalle. Dort am Empfang kannst du dich für die verschiedensten Kurse anmelden. Außerdem gelangt man von hier aus zu allen möglichen Einrichtungen innerhalb des Gebäudes. Die Eingangshalle ist so groß, dass man hier problemlos Pokémon-Kämpfe bestreiten könnte. Findest du nicht auch? Aber leider ist das laut Schulordnung verboten. Oh, der Ziel ist und Emilia. Wie war eure Reise zur Akademie? Es war der Wahnsinn! Der Dank dafür gebührt wohl Emilia. Unsere Akademie kann sehr stolz auf dich sein. Auf sie sein. Nun, von unserer Schulsprecherin mit dem Champion hatte ich auch nichts anderes erwartet. Danke, dass du unseren Neuzugang herumführst, Emilia. Kein Problem, immerhin sind wir doch Freunde, stimmt's? Stimmt. Oh, da fällt mir etwas ein. Wir sind Mitgliedern von Team Star begegnet. Wahrhaftig, wo ist das gewesen? Am unteren Ende der Stufe vom Eingangstor. Sie haben ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack in die Enge getrieben. Das sind die alarmierenden Neuigkeiten. Sind sie immer noch da? Nein, der Zillis hat es ihnen ordentlich gezeigt und sie verjagt. Ach, interessant. Es ist gut anders, anderen zu helfen, aber vielleicht solltest du es zum Schulanfang erst einmal langsam angehen lassen. Emilia, denk bitte auch daran, in solchen Fällen auf der Stelle einen Lehrer Bescheid zu sagen. Ja, verstanden. Ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack, meinst du? Das wird wohl Cosima sein. Es ist schön zu hören, dass sie zum Unterricht kommt. Ach, eine Sache noch, Emilia. Wärst du so gut, Senior Jim von eurer Begegnung mit Team Star zu berichten? Er ist schließlich euer Klassenlehrer. Wird gemacht! Ich merke gerade, dass der Unterricht bald beginnt. Ihr zwei solltet euch geschwind zu euren Klassenzimmern begeben. Komm, ich zeig dir den Weg. Unsere Klasse ist die 1A. Die 1A? Ja. Erste Klasse? Ja, auf der Akademie. Erste Klasse. Guten Morgen, Senior Jim. Guten Morgen alle miteinander. Heute gibt's aufregende Neuigkeiten, na? Seid ihr neugierig? Na klar, und wie? Entschuldigt die späte Ankündigung, aber heute haben wir einen Neuzugang in der Klasse. Du kannst reinkommen, nur keine Scheu. Da bin ich. Wärst du so nett, dich vorzustellen? Ich bin der Zillis. Er wirkt so cool und gelassen. Du hast offenbar das Interesse der ganzen Klasse geweckt. Hat denn jemand eine Frage an euren neuen Klassenkameraden? Ich, darf ich? Der Zillis, was magst du denn an deinem Pokémon? Ich mag einfach alles. Wirklich, ich auch. Na, hat noch jemand eine Frage? Ja, ich bitte. Du hast dich ja dazu entschlossen, an unsere Akademie zu kommen. Also, was ist dein Ziel für die Zukunft? Ich möchte ein starker Trainer werden. Das wirst du bestimmt, ganz sicher. Du und ich, wir werden zusammen die Allerstärksten. Danke, dass du dich ein bisschen was über dich erzählt hast. Ich bin Jim, der Biologielehrer der Akademie und außerdem dein Klassenlehrer. Dein Platz ist dort in der zweiten Reihe. Also, dann hoffe ich, ihr kommt alle gut miteinander aus und lernt fleißig zusammen. Kann mich jetzt frei in der Akademie erkundigen? Nee, noch nicht. So, als erstes gehen wir mal in die Mensa.
Hä? Kannst du? Ich konnte nicht. Hey, ja moin. Oh, so trifft man sich wieder. Weißt du noch, wer ich bin? Kennen wir uns? Echt jetzt? Yes, ich hab dir doch den Pokéball von Miraidon gegeben. Hat sich mich da etwa gar nicht vorgestellt? Nö. Ich heiße Pepper. Kein harte Wohle. Du brauchst dich nicht vorstellen, dein Name ist der Ziel des Stimms. Die ganze Akademie redet über dich, weil du zusammen mit der Schulsprecherin hier bist. Normalerweise setze ich keinen Fuß in die Akademie, aber ich habe extra eine Ausnahme gemacht, um dich, kleine Berühmtheit, zu treffen. Ich hätte da nämlich eine Bitte. Könntest du mir deine Stärke leihen, um meine Träume wirklich werden zu lassen? Wovon redest du? Hey, da habe ich dich neugierig gemacht, was? Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich liebe Picknicks und in der Küche stelle ich mich auch nicht schlecht an. Ich recherchiere im Moment Gerichte, die Pokémon wieder gesund machen. Letztens habe ich in einem Buch ein Kapitel über Gewürze gelesen, die einen ganz flott fit machen soll, wenn man sie zu sich nimmt. Sie werden Geheimgewürze genannt. Von diesen Geheimgewürzen soll es insgesamt 5 verschiedene Arten geben. Man braucht nur an dem Gewürzpulver zu lecken und schwupp, der Körper erhält Nährstoffe. Der Kreislauf kommt in Schwung, der Alterungsprozess wird verlangsamt und das Immunsystem wird gestärkt. Angeblich soll es diese Gewürze nur hier in Aldea geben und sie sind super selten. Aber die Geheimgewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht. Deshalb bekommt man sie nicht leicht in die Finger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon ungefähr so aussehen. Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon-Bevölkerung Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten kompakte und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hat. Durch Zufall gelang einem Mitglied des Observationstrupps dieses Foto. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt dem Pokémon Donphan, doch der Textur ihres Körpers sowie der Art der Fortbewegung nach zu urteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Ich würde die Gewürze ja gerne selbst beschaffen, aber Pokémon-Kämpfe sind nicht meine Stärke. Freunde mit starken Pokémon habe ich auch keine. Und die Schulsprecherin will ich nicht um Hilfe bitten. Aber du scheinst ein guter Kandidat zu sein, deshalb wollte ich dich fragen, ob du mir dabei helfen würdest. Okay. Halt, Moment, du musst mir jetzt nicht sofort antworten. Lass mich einfach schon mal die Orte auf deiner Karten-App markieren, an denen sich die Herrscher-Pokémon vermutlich rumtreiben. Okay. Der Pfad der Legenden. Genaue Details erzähle ich dir später. Aber hier, nimm das als kleines Dankeschön dafür, dass du mir zugehört hast. Also dann, denk schon mal drüber nach. Du erhältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Gehackt? Das heißt, dass ich vorübergehend die Kontrolle über dein Telefon übernommen habe. Mein Name ist Cassiopeia oder so. Ich weiß, wer du bist. Ein Pokémon-Trainer mit viel Potenzial. Dieses Potenzial habe ich erkannt und möchte dich daher um etwas bitten. Du kennst doch sicher Team Star. Ja. Dann ist die Sache schnell erklärt. Team Star wurde von Schülern der Akademie gegründet, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Sie verbreiten Unruhe an der Akademie und machen nichts als Ärger. Dieses Verhalten kann ich nicht weiter dulden. Mein Ziel ist es, Team Star aufzulösen und in Sternstaub zu verwandeln. Der Name dieses Unterfangens lautet Operation Stardust. Für diesen Plan benötige ich Verbündete. Denkst du nicht auch, dass du der Richtige dafür bist? Naja, warum nicht? Du musst dich jetzt nochmal entscheiden. Mehr Informationen erhältst du später. Das war vorerst alles. Bis zum nächsten Mal. Schön. Einfach mal mein Telefon gehackt. Ah, der Zillis. Bitte achte darauf, etwas leiser zu sprechen, wenn du in der Akademie einen Anruf entgegennimmst. Oh, Entschuldigung.
Du willst doch nicht, dass jemand deine privaten Gespräche mithört. Das kann gefährlich sein. Heutzutage muss man auf so vieles Acht geben. Man hat es wirklich nicht leicht. Nun denn, auf bald. Wo ist denn das? Weißt du, wo das Büro vom Direktor ist? Musst du da an die Schaltplan gehen. Ja. So, du musst am Kampfkurs teilnehmen. Was? Du musst am Kampfkurs. Kampfkurs? Du möchtest also einen Kampfkurs besuchen? Ja. Ja, bei mir kam eine Durchsage. Warum bei dir nicht? Weiß ich doch nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier. Mein erster. Was ist das? Tach, vor euch steht euer heißblütige Lehrerin des Kampfkurses. Amura ist mein Name. Ich bin 25 Jahre alt. Meine Hobby ist Krafttraining. Mein Lieblingstyp sollte auch klar sein, oder? Kraft-Pokémon? Natürlich ist es der muskelbepackte und starke Typ Kampf. In meinem Unterricht werdet ihr alles lernen, was ihr über die Pokémon-Kämpfe wissen müsst. Wir fangen mit den Grundlagen an, damit auch alle mitbekommen. Macht euch also keine Sorgen, falls ihr den Kurs zum ersten Mal belegt. Ich werde euch wie ein starkes Hariyama durch den Kurs tragen und dafür sorgen, dass euer Kampfgeist Feuer fängt. Los geht's! Es gibt verschiedene Arten von Angriffsattacken, die von Pokémon eingesetzt werden können und sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Diese Eigenschaften umfassen unter anderem Stärke, Typ und Kategorie. Je stärker eine Attacke ist, desto mehr Schaden richtet sie an. Der Schaden steigt noch weiter, wenn der Gegner gegenüber dem Typ der Attacke schwach ist. Von den Kategorien gibt es zwei an der Zahl. Neuzugang, kannst du mir jetzt sagen, welche? Was? 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 Psychische Attacken und Spezialattacken? Jawohl, unser Neuzugang hat das Grundwissen drauf. Man unterscheidet zwischen psychischen Attacken und Spezialattacken. Bei psychischen Attacken fällt der verursachte Schaden umso größer aus, je höher der Angriff eines Pokémon ist. Bei Spezialattacken wird mehr Schaden verursacht, je höher der Spezialangriff eines Pokémon ist. Deshalb gilt auch andersherum, je höher die Verteidigung oder Spezialverteidigung eines Pokémon ist, desto weniger Schaden nimmt es durch die jeweiligen Attacken. Ich fasse noch einmal zusammen. Pokémon, die besonders geschickt mit physischen Attacken sind, sollten einen hohen Angriff haben. Pokémon mit einem Talent für Spezialattacken sollten einen hohen Spezialangriff haben. Wenn man die Statuswerte außer Acht lässt, ist es schwer, die Kraft des Pokémon im Kampf richtig zur Geltung zu bringen. Pokémon sind in der Hinsicht so wie Menschen. Man sollte ihre Stärken fördern. Eigentlich wollte ich, dass ihr das noch in der Praxis zu sehen bekommt, aber die Stunde ist leider schon rum. Tschüsskins. In meinem Kurs geht es zwar viel um Theorie, aber er findet trotzdem auf dem Sportplatz statt. An der frischen Luft lernt es sich einfach besser. Also dann, der Unterricht ist vorbei. Seht zu, dass ihr alle fit bleibt. So, hab jetzt am Kampfkurs teilgenommen. Wo möchtest du gehen? Lehrerzimmer? Gut, ich zähle auf dich, Champion Emilia. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernimmst. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Ich freue mich schon richtig, richtig drauf. Sehr schön, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Verzeihung. Wow, geil, ich bin immer Zimmer. Hey. Wer war das? Kein Wunder, dass sie deine Neugier geweckt hat. Das war die Nummer 1. Sie ist echt der Wahnsinn. Ich wäre auch gern so stark und so cool wie sie. Aber dann bin ich nicht die Einzige, der Pokémon-Trainer himmelt sie an. Ey, weißt du jeder, oder? Schon. Übrigens, erinnerst du dich noch daran, was ich dich vorhin im Klassenzimmer gefragt habe? Du hast gesagt, dass es dein Ziel sei, ein starker Trainer zu werden, oder? Ich habe da eine Idee. Willst du nicht auch versuchen, ebenso wie ich, den Champ-Rank zu erreichen? Ja klar! Echt, das ging ja flott. Aber lass mich erstmal erklären, was es damit auf sich hat. Trainer, die den Champ-Rang wollen, trainieren ihre Pokémon, bis sie unglaublich stark sind. Sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokémon fesseln jeden Zuschauer. Wenn du von der Pokémon-Liga anerkannt wirst, zeichnen sie dich mit dem Champ-Rang aus. Aber um diese Ziele zu erreichen, genügt es nicht nur am Unterricht teilzunehmen. Du musst alle 8 Pokémon-Arenen bezwingen und dir so die jeweiligen Arenenorden schnappen. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde, die du überwinden musst, die Champ-Prüfung. Wenn du die bestehst, erhältst du ganz offiziell den Champ-Rang. Dieser Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. Ich will ja jetzt hier nicht rumprallen, aber... Bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champ-Rang erreicht. Ach ja, die Schatzsuche ist eine besonders freie Projektarbeit, die bald wieder losgeht.
Das letzte Mal fingen sie gleich nach der Aufnahme in der Akademie an. Man ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs, erlebt allerlei Abenteuer und lernt ganz auf eigene Faust. Das ist ein Heidenspaß. Och, Mann, Hatze. Wo ich so darüber nachdenke, vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz, nach dem ich gesucht habe. Konnte ich schon wieder rum, okay. Jedenfalls habe ich das Gefühl, durch dich noch stärker geworden zu können, werden zu können. Weißt du was? Ich trage dir einfach schon mal in der Karten-App ein. Also, ich bin schon beim Projekt raus. So, das haben wir auch. Hä? Der Weg des Champs. Also. Der Zillis wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Ich wiederhole, der Zillis wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Immer ich. Angst angestellt. Wo möchtest du gehen? Büro des Direktors. Da bist du ja, der Zillis. Danke, dass du hergekommen bist. Gefällt es dir an der Traubenakademie? Joa. Oh, das freut mich ungemein zu hören. Du fragst dich vielleicht, warum wir uns nicht vorhin in der Mensa hätten unterhalten können. Doch es gibt einen bestimmten Grund, aus dem ich dich hergebeten habe. Ein Freund von mir hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, musst du wissen. Oh. Er befindet sich nicht hier in diesem Raum. Moment, ich stelle die Verbindung her. Hallo, es freut mich, dich kennenzulernen. Hey, bei mir war's doch ich bin Professor Futurus. Ich erforsche die Pokémon im Inneren des Schlunds von Paldea, oder wie es auch gemein genannt wird, Zone 0. Professor Futu... Ja, der Professor ist ein Absolvent der Akademie und ein hervorragender Forscher. Ich komme sofort zum Punkt. Was? Matrikelnummer? Aha. Du trägst ein ungewöhnliches Pokémon namens Miraidon bei dir, nicht wahr? Jö. Ich danke dir für deine Kooperation und Bestätigung der Aussage. Ach, verzeih mir, dass ich hier soll kein Feuer sein. Genau genommen möchte ich dich um etwas bitten. Um etwas bitten? Wie kann ich jetzt mit meinem Pokémon reiten? Mit Plus? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Was? Schön, dass es dir gut zu gehen scheint. Einst befand sich Miraidon in meiner Obhut, sollst du wissen. Auch der Ball, den du da trägst, gehörte mir. Du hast ihn von einem jungen Mann namens Pepper erhalten, nicht wahr? Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, mich um dieses Pokémon zu kümmern. Daher habe ich eine Bitte. Würdest du an meiner Stadt gut auf Miraidon achten? Hä? Ich danke dir. Alter, wieder 10 Stunden Text. Im Augenblick ist mir bla bla geschwächt und nicht imstande zu kämpfen. Es scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können, die auf Fortbewegung spezialisiert ist. Aber es wird wohl eine Weile dauern, bis es all seine Kräfte wieder zurückgewinnt. Könntest du kurz dein Smartphone herausholen, da gebe ich dir nochmal meine Kontaktdaten. Du wirst von nun an regelmäßig von mir hören, damit ich mich nach dem Stand der Dinge erkundigen kann. Auf bald!
Der Professor hat dir eine äußerst wichtige Aufgabe anvertraut. Natürlich wird die Akademie dich dabei nach Kräften unterstützen. Ich hoffe, dass du deinen Alltag an der Akademie gemeinsam mit Miraidon genießen kann wirst. Haben wir sie jetzt hier? Was liegt da auf dem Tisch? Nix. Kann ich so wild sprechen, ey. Och, schon wieder. Hallo, Entschuldigung für die Störung. Ach, hier bist du. Kaum kommst du hier an und schon wirst du zum Direktor zitiert. Was hast du nur angestellt? Ich mach nur Spaß. Senior Jim hat mir aufgetragen, dass ich dir dein Zimmer zeigen soll. Dein ganz eigenes Reich hier in der Akademie. Ja, na, am besten gehen wir gleich zusammen drauf. Okay. Gehen wir zusammen auf mein Zimmer. Tada! Das ist ab heute dein Zimmer. Ich tue gerade so, als würde ich in jede Ecke davon kennen. Dabei war ich selbst noch nie hier drin. Stimmt, bist du von dem ganzen Trubel deines ersten Tages hier fix und fertig. Weih doch gleich mal dein Bett ein und ruh dich etwas aus. Wenn du dich schlafen legst, macht das nicht nur dich wieder fit, sondern auch deine Pokémon. Alles klar, wir sehen uns morgen. Bis denn. Ja. Schick. Gehen wir doch mal schlafen. Seit dem ersten Tag an der Traubenakademie ist einige Zeit vergangen. Und nun ist der Tag gekommen, an dem dein wahres Abenteuer beginnt. Eine Durchsage an alle Schüler. Heute beginnt die freie Projektarbeit. Alle Schüler werden gebeten, sich für Nee, ich kann nicht mehr lesen. Kann ich knicken. Es ist endlich soweit. Die Projektarbeit fängt an. Bist du fertig? Los, lass uns gehen. Oh, ich habe ja schon hier ein bisschen aufgeräumt, ey. Cool. Let's go. Wohin möchtest du gehen? Sportplatz. Sind alle anwesend? Hervorragend. Ich erkläre euch nun, was mit eurem Projekt auf sich hat. Auch dieses Jahr lautet das Thema Schatzsuche. Ich möchte, dass jeder von euch euch in die Welt sieht und ganz individuellen Schatz sucht. Mann. Auf geht's, die Freiheit ruft. Ist das ein Moped? Mhm.
Auf geht's! Was? So, bin ich schon überhaupt. Ja, geh doch zu Nemelia. Hä? Warum ist die bei dir nicht? Hä? 3, 2, 1 war schon. Also geh ich hier hin. Hey, bei dir ist was komplett anderes, ne? Keine Ahnung, was du schon wieder siehst. Bei mir waren Emilia da und Pepper. Und dieser komische Hacker. Halt am Telefon. Und die haben mir halt verschiedene Aufgaben gegeben. Das war doch schon längst. Warum sehe ich hier jetzt die ganzen... Genau, bei dir sieht man das nämlich nicht, weil bei meiner Map sieht's... Ja, vielleicht kommt das jetzt noch alles so mal, wenn du schon vorgespielt hast. Ich habe gar nicht vorgespielt. Ja, siehst du doch. Du bist doch schon ganz woanders. Ich bin in der westlichen Zone. Ja, siehst du. So weit bin ich ja noch gar nicht. Der Sterne. Da bin ich. Yeah.
So kann ich jetzt endlich mal los. So, südliche Zone, also da lang müssen, da lang. Buswirtschaftsinitiative. Alter, wie viele Kurse soll ich denn belegen, ey? Das stimmt damit eigentlich nicht. Also bei mir hat er auch zwei Räder, aber er rennt nicht. Wir können ja auch zusammen spielen. Erstmal gehe ich jetzt hier raus, erstmal. Oh. Oh, ich bin dabei. Ups. Pigenikorb. Gibt's denn hier noch so? Ui! Was war da? Save Point! Uah! Ah, das war mein erstes Ziel, ja. Ich muss Oliven holen. So, kann ich jetzt hier, Kuchenportal benutzen? Ah ja, okay. Kann ich benutzen. Dann kann ich nämlich schön meine Pokémon trainieren erstmal. Und auch hier erstmal mein Video beenden. Mit Überlänge wieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen! Tschüss.